Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil der Reihe Was steckt in der Plattform Alm 1? Nun, wie wir unschwer erkennen können, sind wir jetzt bei den Spieletests. Hier Company of Heroes 2. Alle Spiele wurden in 720p getestet, was der Grafikleistung wohl angemessener ist. Wie wir hier sehen, haben wir auf 720p eingestellt, sind mittlere Details. Das Ganze ist okay spielbar. Wir haben FPS in den mittleren 20ern, untere 20er. Allerdings ist das Ganze für ein Strategiespiel, wie ich finde, noch einigermaßen spielbar. Wenn mehr los ist bei ausführlicheren Schlachten, jetzt ist ja gerade die Anfangsphase, geht es dann auch mal auf 18 FPS runter, was da nicht mehr so schön ist. Auf niedrigen Grafikeinstellungen haben wir leider auch nicht mehr FPS, da scheint das ganze CPU limitiert zu sein. Mittel- und 720p ist da der beste Detailgrad, den wir praktisch wählen können. Für den Gelegenheitsspieler mag das brauchbar sein. Spaß kann man damit durchaus haben, allerdings ist es nicht optimal. Als nächstes Spiel haben wir Minecraft, was entgegen meiner Ansage eben auf Full HD läuft. Das Ganze ist mir jetzt auch gerade erst aufgefallen, aber soweit absolut gut. Hier neuen Chunks gerade eingestellt, Grafik natürlich runtergestellt und an für sich ist ganz gut spielbar. Von der Entfernung mit 8 Chunks ist es ganz gut. Also man hat nicht so ein winziges Sichtfeld, wie wenn man es ganz klein stellt, dass man nichts mehr sieht. Die FPS so, ja, um die 60 meistens. Absolut spielbar. Also wer ein ARM1-System nur für Minecraft möchte und auf Shader und Texturen und sowas verzichten kann, der könnte damit durchaus glücklich werden. Minecraft natürlich nicht das forderndste Spiel. Meistens hängt man im CPU-Limit, weshalb es mich wundert, dass der Athlon 5350 hier so brauchbare Ergebnisse erzielt. Und weil ich dachte, dass wir im CPU-Limit hängen, habe ich nochmal Shader ausprobiert und nein, kann man natürlich vergessen. Mit Shadern wird, auch mit Light Shadern wird kein flüssiges Spielgefühl mehr aufkommen. Da ist das Ganze nur am Stocken mit um die 20 FPS. Deswegen kann ich davon nur klar abraten. Das nächste Spiel auf meiner Liste ist Payday, also der erste Teil. Hier liegen auch 720p mittlere Details an. Das Ganze ist mit knapp über 30 FPS für einen Shooter nicht wirklich flüssig. Wenn man es auf niedrige Details runterstellt, kriegt man nochmal im Schnitt so 10 FPS mehr. Da geht es dann schon eher, allerdings sieht es dann wirklich teilweise hässlich aus. So ist okay, um mal zwischendurch zu spielen. Man hat natürlich dann nicht seine persönliche Bestleistung, die man abrufen kann, wenn das Bild ab und zu ins Stocken kommt. Gerade wenn viele Gegner da sind und viel geschossen wird, ist das teilweise schon echt grenzwertig. An für sich aber für den Gelegenheitsspieler, wie ich denke, brauchbar und kann man auch so spielen. Das nächste Spiel auf meiner Liste ist Nailed, ein kleiner Arcade-Racer. Hier haben wir 720p auch mittlere Details. Eigentlich relativ gut spielbar, auch wenn die FPS eher bei den 30ern rumdümpeln und ich erwartet hätte, dass man für ein Rennspiel doch etwas mehr braucht, ist das Ganze überraschend flüssig und für mich hat sich absolut nicht ruckelig angefühlt. Für so kleine Arcade-Rennspiele und so ist die APU deshalb absolut ausreichend, wenn man jetzt nicht immer die höchsten Grafikeinstellungen machen möchte. Bei solchen Spielen macht es ja auch nicht wirklich immer den größten Unterschied, ob man jetzt höchste Grafikeinstellung oder niedrige hat, weil hier kommt es ja wirklich eher auf Spielgefühl an und die Grafik ist nur eine nette Dreingabe, ohne die es durchaus auch geht, das Spiel zu genießen. Insofern für dieses Spiel hier absolut ausreichend, wie ich finde. Weil es sich gewünscht wurde, hier jetzt noch ein COD-Teil mit reingenommen, und zwar Black Ops 2. 720p, eine Mischung aus niedrigen und mittleren Grafikeinstellungen, also Schatten niedrig und der Rest mittel. Um die 30 FPS, also manchmal auch höher, meistens so 35, in manchen Situationen sogar leicht über 40. In der Einzelspielerkampagne absolut spielbar, im Mehrspieler, wo ein bisschen weniger Effekte und Rumwuseln ist, haben wir dann grundsätzlich so um die 8 FPS im Schnitt mehr. Das Ganze ist, wie ich finde, einigermaßen spielbar, wenn man es denn spielen möchte. Und ja, so viel gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Es bestätigt meine These, dass COD offenbar auf jeden Stein läuft und das Ganze scheint zu klappen, denn das ARM1-System ist ja wirklich nicht das leistungsstärkste. Aber wie gesagt, absolut spielbar. Das nächste Spiel stellte eine kleine Überraschung für mich dar. Wir sehen hier Bioshock, und zwar den ersten Teil. Wenn wir ein bisschen mehr im Hintergrund haben, haben wir so um die 30 FPS. Wohlgemerkt 720p und hier niedrigste Grafikeinstellungen, die wählbar sind. Das hat mich doch schon wirklich überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Spiel, was schon so in die Jahre gekommen ist, wie der erste Teil von Bioshock, noch so vergleichsweise hohe Hardwareanforderungen stellt. Nun ja, das Ganze, wie ich finde, auf der Detailstufe und mit den Frames nicht wirklich gut spielbar, also persönlich hätte ich da keinen Spaß dran.
Das nächste Spiel ist ein ziemlich hoffnungsloser Fall. Arma 3. 720p, niedrige Details. Und ja, wir hängen hier einfach im CPU-Limit und teilweise auch im VRAM-Limit vom zugewiesenen Speicher, der sich irgendwann nicht mehr erhöhen ließ. Arma ist nun mal ein CPU-limitiertes Spiel. Wir haben auch auf High-End-CPUs nur wenig Frames. Das Ganze liegt daran, dass die tolle Engine von Arma nur zwei Kerne nutzt: einen für Spiel und einen für Ingame-Physics, die über die CPU berechnet werden. Weshalb das Ganze entsprechend ruckelt und der Spaß begrenzt ist. Als armer Spieler ist man ja sowieso recht leidensfähig, weshalb man sich mit Frames in den mittleren 20ern irgendwann anfreunden muss, wenn man nicht 99% aller Server meiden möchte. Aber wie ich finde, wirklich hier absolut grenzwertig. Die abgehärteten Spieler können damit wohl noch spielen, zumindest wenn es nicht auf kurze Distanzen zu schnellen Schusswechseln kommt, ist das wohl noch machbar, aber wirklich Spaß hat man da auch nicht. Und Grafikeinstellungen auf niedrig sind die Texturen auch wirklich relativ verwaschen, weshalb ich das nicht empfehlen würde. Gut, komme ich zu meinem Fazit. Sollten sich Spieler einen ARM1-PC zulegen? Das kann ich, wie ich denke, ganz klar mit Jein beantworten. Wenn ihr wirklich nur so Sachen wie League of Legends spielt, was darauf außerdem auch problemlos läuft, ich hatte nur. Irgendwie hat Fraps es nicht hingekriegt, das anzuzeigen, die FPS oben, deswegen habe ich es gelassen, aber League of Legends läuft wirklich auf jeder Kartoffel, da bräucht ihr euch keine Gedanken machen, da könnt ihr auch Opas alten Rechner eigentlich nehmen. League of Legends kann ich ja nochmal sagen, das lief flüssig in hohen Einstellungen auf 1080p. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Frames, aber gefühlt war es flüssig. Schade, da ich es nicht anzeigen konnte. Für alle, die nur League of Legends, Minecraft und wenig brauchende Spiele, so kleine Arcade-Spiele oder Pixel-Spiele spielen, für die ist das durchaus ausreichend. Alle anderen sollten definitiv etwas mehr ausgeben und in eine andere Plattform als Arma 1 setzen, denn aktuelle Spiele sind teilweise und das nur mit großen Abstrichen spielbar und das ist wirklich teilweise echt grenzwertig und von dem Spielspaß kann man nicht mehr wirklich reden. Vielleicht bin ich mit meiner 92X auch ein bisschen verwöhnt, allerdings macht es keinen Spaß, mit unter 30 FPS in niedrigsten Einstellungen rumzukrebsen. Als Office-, Multimedia- und HTPC-Plattform finde ich ARM1 jedoch äußerst interessant. Gerade in Verbindung mit einer SSD habe ich ihn jetzt über mehrere Tage als mein Office-PC genutzt und im Internet-Surfbetrieb oder bei Tabellenkalkulationen bearbeiten, sowas in der Richtung, habe ich keinen wirklichen Unterschied zu meinem PC mit i7 festgestellt. Das Ganze ist absolut flüssig, mit der SSD hat man noch die Reaktionszeiten, die man vom Hauptsystem gewöhnt ist. Und alles läuft super. Gerade der kleine Formfaktor und der niedrige Preis für ein ITX Mainboard, ITX ist ja sonst immer etwas teurer angesiedelt, macht das Ganze für HT-PCs, Multimedia-PCs, Office-Büro-PCs doch sehr attraktiv, wie ich finde. Für Spieler, wie gesagt, nur eingeschränkt zu empfehlen. Gut, das war dann auch das Ende meiner kleinen Reihe. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder ein Abo natürlich sehr freuen. Wenn das so weitergeht, haben wir auch bald ein 1000-Abonnenten-Special, wo ich etwas verlosen werde. Ich mache mir dann noch weitere Gedanken. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Dem Wochenende kommt noch ein Review und tschüss.